Gurudev, I have a question. What is the difference between Rasa and Sara? ¿Cuál es la diferencia entre Rasa y Sara? Was ist der Unterschied zwischen Rasa und Sara? Rasa vai Sara. This is Krishna. Das bedeutet Krishna, Rasa vai Sara. Rasa ist Krishna. Feeling is the person. Feeling we have. And we have no feeling. Material life is teaching is no feeling. Manchmal haben wir Gefühle und manchmal nicht. Das materielle Welt oder das materielle Leben ist oftmals, dass es da uns dahin erzieht, dass wir keine Gefühle haben. Spirituelles Leben ist Gefühl zu haben. Jesus lehrt uns Gefühle. He is living in feeling. Er lebt in diesem Gefühl. Why is he living in feeling? Because warum lebt er darin? He is in relation with his father. Weil er in Beziehung mit seinem Vater ist. Who is in relation? They can feel. Wer in Beziehung lebt, kann fühlen. In material life, you have relation, you can feel good and bad. In materiellen Beziehungen kann man manchmal gut oder schlechte Gefühle haben. And if you have no feeling, there is no relation, no feeling. Und wenn man keine Gefühle hat oder mehr hat, dann ist das keine Beziehung im Grunde. Right? Understand or not? Versteht ihr das? Feeling makes you juicy. Rasa. Gefühle lassen uns Rasa erkennen oder fühlen. Painful feeling is also juicy. Gefühle, die etwas Schmerz hervorrufen, können auch sehr saftig sein. oder gut sein. Painful feeling, suffering is juicy. Leiden kann auch mal was Gutes haben. Right or not? And what is not juicy? Und was ist ohne? Ohne Beziehung zu sein, da gibt es gar nichts. So relation make you to feel. Beziehung lassen uns fühlen. And feeling and highest feeling. Und das höchste Gefühl, das es überhaupt gibt, ist Radha. And Sara is reservoir. Und Sara bedeutet Container, Behältnis. Where the reservoir, container, is a container of feeling and rasa. Das Behältnis von allen Gefühlen und von allem Rasa. Das ist die Bedeutung von Saha. Und es ist unendlich. Sara means reservoir. Sara bedeutet Reservoir oder Container. Go to Radhakund. Radhakund ist das Reservoir der Gefühle von Srimati Radhika. The Radha and Krishna is living near. Radha and Shanti. Radha und Krishna leben hier. What Gurudev, can you repeat? Radha and Krishna are living here? In Radhakunda and Shyamakunda. Und Shyamakunda. In Radhakunda and Radhakunda. In the lago sagrado de Shyamakunda and Radhakunda. Aquí Krishna está viviendo. Living here. One is giving. Uno está dando. Radhakunda gibt. And Shyamakunda is receiving. And Shyamakunda empfängt.
Radha is giving, Shyam is receiving. So ist es auch mit Radha und Krishna. Radha gibt die Gefühle und Shyam empfängt die Gefühle. Right. And this is the love giving, an exchange of love. Das ist ein Liebesaustausch. And this is the so great reservoir that he is giving and giving and never become less. Dieses Reservoir ist so groß, dass es immer gibt und nie weniger wird. So this is the reservoir. Das ist das Reservoir. So this reservoir of Radhika is never become less. So dieses Reservoir von Radhika wird niemals weniger. And if you see the picture, higher and Shyam Kundra is lower. He is always in the higher who gives to the higher. Radha Kund angucken, Radha Kund ist immer, Radha Seite ist höher und Krishna Seite ist die etwas niedere empfangene Seite. Radha Kund ist very straight. No, Radha Kund hat eine ganz gerade Form. Wirklich. Radha Kund is straight and Shyam Kund is curved like his nature. Und Shyam Kund ist so ein bisschen unregelmäßig, so im Schnitt. He is never straight, you see? Er ist niemals gerade. This to see and understand. Das wahrnehmen und darüber meditieren. Und verstehen. So, does anyone have a question to Gurudev? Please come forward. You can write it in the chat or you can right now ask. Fragen könnt ihr auch auf Deutsch stellen, dann würde ich ins Englische übersetzen. Your friend from living in Germany? No, I met him in the rainbow in Nepal. Gurudev, how is it possible to always be in the soul consciousness? Wie kann man immer im Seelenbewusstsein leben? All the things. All the scripture. He is telling, who are you? You have to know. Die Schriften sagen uns alle, wer bist du? Finde das heraus. And my guru and my teachers also say, who are you? Meine Lehrer, mein Guru sagt das auch. Erkenne dich. But we are so covered. Wir sind so bedeckt. Jesus said, when I was a child, I can see face to face to you. Jesus sagte, als Kind konnte ich dich von Angesicht zu Angesicht sehen. But I grown up with my false ego, by condition myself. Jetzt bin ich mit meinem falschen Ego so groß geworden und habe mich selber konditioniert. That I grow with my condition by my false understanding and they teach me also. Mein falsches Verständnis von mir selbst ist gewachsen, die Konditionierung gestärkt. So I become so conditioned that I cannot recognize myself. Ich bin so konditioniert worden, ich kann mich nicht mehr wiedererkennen und sehen, wer ich wirklich bin. That I cannot stay for one minute in my soul, my reality. Ich kann nicht für eine Minute in meiner Seele leben, in meiner Realität als Seele. I don't know my reality.
And I don't want to practice my reality. Ich kenne meine Realität nicht und ich möchte sie auch nicht praktizieren oder praktisch darin leben. Ich sage, ich bin ein Devotee, ich bin ein Spiritualist. Aber welche Art davon? Wir sind bedingt, bedeckt und leiden in meiner falschen Identität. Und ich stimme nicht mal wirklich zu, dass ich in der ewigen und in der Seelenrealität leben möchte. But everyone says live in reality, and we deny to live in reality. Aber jeder sagt, dass es gut ist, in dieser Realität zu leben, aber ich selber verneine oder schneide mich davon ab. Yeah. One piece here, one. Give to one person and they will receive. Give all to people. Yeah. Hey, go bring my things there. Ready. So this is, we live in the unreality and we have practiced to live. So wir leben in der Illusion und haben das auch noch sozusagen richtig gut drauf. Right or wrong? Yes. And I see one time Maria Magdalena, Gospel of Maria Magdalena. Da einmal habe ich gelesen von dem Maria Magdalena Evangelium. And John asked to Maria Magdalena, everybody say about sin. What is the Johannes heart? Fragte sie, was ist die Seele, was ist die Sünde? Of the sin, what Jesus said. Because you are Can you say something? Kannst du etwas darüber sagen? Was ist Sünde, die Bedeutung von Sünde? He said, yes. One day, also my desire was to know this. What is sin? Ja, ich wollte es einmal wissen und ich hatte Jesus gefragt. He comes in my dream. Er kam in meinen Traum. And I asked the same question with Jesus. Und ich fragte ihn die gleiche Frage. Then Jesus answered me, any material thing can do sin? Kann eine materielle Sache eine Sünde auf sich nehmen oder eine Sünde machen? Can do sin? Diese Flasche. This packet can do sin. Oder diese Tüte. Any material thing cannot be sin. Nichts Materielles kann Sünde machen. But when material mixes with the spiritual. Aber wenn die Materie sich mit dem Spirituellen verbindet, also Körper und Seele, then I do sin. Dann kann man sozusagen Sünde auf sich nehmen oder falsch handeln, Karma an. Is material or mixed with the spiritual? So soll ich auch mein Bhakti anschauen. Ist das materiell oder mit Spirituellem vermischt? The soul is spiritual. Die Seele ist spirituell. Right? Right? Yes, Guru. Forgetting of soul is the sin. Aber das zu vergessen, dass die Seele, dass ich die Seele bin, das ist die Trennung, die Sünde. Forgetting of soul is the sin. Das Vergessen davon. Radhe, forgetting of soul is the sin. That is the sin. When I forget that I'm a soul, that is my sin. Wenn ich vergesse, dass ich Seele bin, dann werde ich mich bedecken. Das ist die Sünde. Because very easy to forget Savior.
Weil dann kann ich so schnell den Herrn oder den Retter vergessen. I don't know my reality, how I will think for Savior. Wenn ich nicht meine Realität, meine Wahrheit kenne, wie kann ich dann an die höchste Wahrheit denken? And this is the bigger sin. Das ist die größte Sünde. Sin is this, that I forget myself. Right? This is the sin that I forget myself. Right? Stimmt, das ist das, was uns trennt, was die Sünde macht, dass ich mich vergesse. No, so. Yeah, who has more question for Gurudev? Please. Take your chance. I have a question. What does it mean that in the form of my Svarup, the dress has a special color? What does that mean? That it is so specific. And that this dress has... My dear, the name is important. Der Name des Svarup ist wichtig und Sudevi fragt, was bedeutet die Farbe des Kleides? Mhm. But Sudevi ist Sudevi. Sudevi ist Sudevi. And Anang Manjari is Anang Manjari. Und Ananga Manjari ist Ananga Manjari. When you come from try to understand that you are a spiritual person, and then your name is Sudevi. So, wenn wir versuchen zu verstehen, dass wir spirituelle Personen sind und dann der Name Sudevi dazukommt, then we forget that. Vergessen wir das. So, this is the special mercy of Gurudev. That he say that you are Rati Manjari. Das ist die Gnade von Gurudev, wenn er sagt, du bist Rati Manjari, du bist diese Dienerin. You are Rup Manjari. Du bist Rupa Manjari. You are Lavanga Manjari. Du bist Lavanga Manjari. Then we are practicing. Who is this Manjari? Wir praktizieren dann die Übung. Wer ist diese Manjari? And how I can make this practice that I will change myself. Wie kann ich in diese Praxis eintauchen, dass mein Selbstverständnis sich wandelt? And my Gurudev, my color is black. And he says that your color is golden. Mein Gurudev zum Beispiel, seine Kleid-Color war schwarz und bei mir war, ist es Gold. How impossible when I see my body in the dark. And how ist doch unmöglich, wenn ich meinen Körper angucke, der ist dunkel. That sadhana he give to accept that your color is gold, golden. That is the sadhana practice. Das ist der sadhana. Zu akzeptieren, dass meine Farbe so und so ist. Das ist jetzt meine spirituelle Praxis, da hineinzuwachsen. And he gave my clothes color. Das Kleid. Clothes color. Kleidung. Color is also important. Ist auch wichtig. Why? How you can recognize Krishna when you cannot recognize your color, clothes color? Wie können wir Krishna oder Radharani verwirklichen, wenn wir nicht uns selber als spirituelle Personen verwirklichen? You have to be very
careful with the color also. Body color. Your body has a color. Your Körper hat eine Farbe, die Kleider. No, wir gehen damit sehr achtsam um. Don't translate in between my topics. Please, wait for that. No rush. Suniti, no need to rush. Only to understand. Sorry, Gurudev. No need to rush. Yes. Then nobody will understand rush. Nicht so schnell, sagt Gurudev. That is mercy. If you don't understand, then mercy not come to you. Mercy means to understand. Mercy bedeutet, zu Verständnis zu bekommen. Mercy means to understand. So color is important. My age is 80, and they say, Gurudev said to me, it's 18, 11 years, 28 days. My God. I said, really? You have to believe his words. Your age is also 11 years, 28 days. So mein Alter ist 80, sagt Gurudev, aber mein Gurudev sagt mir, ich soll darüber meditieren, dass ich 11 Jahre bin. Daran darf ich Vertrauen haben und so genauso wie alle in dieses Alter meditieren und nicht in das Äußere. But I say that I'm 80 years old. So what aber ich sehe doch. What is right? Was ist jetzt richtig? False is right or correct is correct. My fault is that I'm a tear. Because this is counting of my false ego is up to 80 years practice. 80 years age. 80 years my traveling. What is the result, positive or negative, that will be judged in the front of judgment. Judge will judge me, what I do right and wrong in my traveling. This is the false. I am calculating myself. Still my nature is a young and same. Like childhood, my nature. Still I want to eat, still I want to enjoy, still I have to do the same thing what is the young age doing. Right or not? Yes, Gurudev, very right. So Gurudev says, Gurudev sagt, dass das Falsche ist, dass ich denke, ich wäre so und so viele Jahre. Diese Jahre, die ich in dem Körper auf diesem Planeten bin, das ist meine Geschichte jetzt. Und dafür werde ich die sozusagen das Resultat dann bekommen. Es wird eine Beurteilung geben dafür. Aber Tatsache ist ja, wenn wir es tief betrachten, dass im Innern wir immer noch diese Jugendhaftigkeit fühlen und in dieser Ebene sind wir ewig jung. Understand? Gurudev telling me, but we want to live in unreality. So die Realität ist das, was Gurudev mir schenkt, aber ich möchte in der Illusion, in der Unrealität leben. That is the point. And he want to say to practice the reality, but you want to practice unreality. Und er sagt mir die ganze Zeit, leb doch mal in der spirituellen Realität, aber ich praktiziere weiterhin das materielle Leben.
reality is this, that my soul has also form. Die Realität ist, dass meine Seele eine Form hat. And I don't believe that reality. So we are impersonal practicing. Und ich glaube dieser Realität nicht und praktiziere unpersönliche Verhaltensform. Because impersonal cannot see Krishna form. Die unpersönliche Auffassung oder Philosophie kann keine spirituelle Form sehen, kann nicht Krishna sehen. Because we cannot relate anything because I not see the form. I see the unreality form. I not see really the in my self the Krishna form. I see the unreality form. Ich kann nicht, weil ich da nicht verwirklicht bin, in meiner Swarup die Form sehen von Krishna oder Radharani und deswegen bin ich immer noch in der materiellen Form verankert. So I like to see the form, material, unreal form. Gucke ich mir materielle Form an, gerne. And I want to enjoy with material form. I don't und ich möchte auch mit diesen materiellen Formen genießen. Right or not? Enjoyment is only possible with forms, Gurudev. With the forms. And I want to live in the false ego form, not in the real form. Ja, ich möchte in dieser falschen Ego-Form leben und nicht in der ewigen oder echten Form und deswegen. I enjoy with the, my false ego form, but it's temporary. It's unreal. It's unreal enjoyment. It's not das ist unwirkliche Genuss in dem materiellen Körper. Are anything you enjoy, why you run away from that? You become more lusty and mad for that. But unreal form has some capacity. After that, we cannot enjoy it. This is material. Unreal form. Wenn es wirklich spiritueller Genuss ist, dann können wir das ewig genießen, sagt Gurudev. Aber der Genuss auf der materiellen Ebene, der ist eben begrenzt und deswegen rennen wir auch immer irgendwann davon wieder weg. Even an elephant has to run away. Selbst ein Elefant muss weglaufen. Why, Gude? Because he has a limitation of life. Er hat auch seine Begrenzungen. And he has to run away. This is false form. Das ist die falsche Form, um ewig zu genießen. But we are happy with my false thing, not with reality. Wir sind da immer noch sehr glücklich dabei. Und then wir change your nature. Gut, ich sag, verändere deine Natur. Change your services. Maybe you will understand one day. Change your living places. Kunja. Lebe woanders, lebe im Kunj, lebe in deinem spirituellen Kleid, in deiner spirituellen Form. Dann wird vielleicht etwas sich verändern. You will understand your real form. Bis dass du sie verstehst, bis dass du darin fühlst. And I don't believe that here. Ich habe eine spirituelle Form, aber ich glaube nicht daran. That is my fault. That does not accept the reality. Das ist meine mein Mangel, dass ich nicht die Realität akzeptiere. Right? Why we do so much resistance? Yeah, 5 minutes. A question for Gurudev.
sorry, a question for Google there. Why we do constantly so much resistance? Warum haben wir immer wieder Widerstände, die sich nicht auflösen? Constantly, sagt sie. We resist in false. Weil wir uns in dem Falschen aufhalten, haben wir Widerstände. Resist is not bad word. But resist in form, in false form, is a bad word. Ein Widerstand zu haben ist nicht verkehrt, aber dieser Widerstand, wenn der sich daran äußert, dass wir in der falschen Form leben, dann ist es hinderlich. In form. Resistance has to be in right place. Der Widerstand muss sich an die richtige Stelle begeben oder ausgelöst werden. That is sadhana. Das ist Sadhana. We resist the wrong thing because we not understand. Not kripa happened to me. Ich habe nicht genug Gnade, dass ich immer noch Widerstände habe, da wo sie eigentlich aufgelöst werden sollten. Arey bhai, what to say? 30 years practice. 30 Jahre praktiziere ich. Sacred devotee. Sogenannt Devotee zu sein. But what devotee they don't know? Guru devotee. Was sind wir für eine Art Devotee? Sind wir nur Guru Devotee, so nach Effer? Do you have any relation with Radha and Krishna? No. Habe ich eine Beziehung zu Radha und Krishna? Sitting in the temple. Warum sitze ich im Tempel? They are altar. They are altar. I have a love and faith in my guru. Mayavadi philosophy. Oh, ich habe so ein Vertrauen in mein Guru. Es ist eine Mayavad-Philosophie, die sich dahinter verbirgt. Guru is my goal. Guru is my life. Guru ist mein Leben, mein Ziel. Is a Mayavad. Das ist eine Mayavad-Philosophie. Guru Dev. This Mayavadi Guru, what they do, you know? One Mayavadi come to me. Eines Tages kam so jemand zu mir. What is the difference between devotee and Mayavadi? Was ist der Unterschied zwischen Devotee und Mayavadi? Mayavadi person said to me that devotee has a love and relation with Ishtadev. They love to Ishtadev. They are devotees. Und die Person sagte zu mir, der Devotee hat eine Beziehung zu seiner verehrungswürdigen Gottheit. Sie lieben ihre Ishtadev. And Mayavadi, they talk about Krishna and Rama, but they have no relation and no faith in them. And Mayavadi is... Sie reden über Krishna und Rama, aber haben keine Beziehung und kein wirkliches Vertrauen, können nur darüber reden. But they have no relation. And they have nothing to do with that. Keine Beziehung und nichts mit ihnen zu tun. They want to talk about themselves. Sie wollen nur über sich selber reden und sich reden. I have a house, temple, ashram, we go. Only his picture will be there. Im Haus, im Tempel sind nur die Bilder von ihnen und das finden sie toll. Right? Yes. Right? Mm-hmm. So 30 years practice, where we need? No relation. Nach so und so vielen Jahren Praxis, wo sind wir angelangt? No understanding of Radhika. No comprensión de Radhika. Kein Verständnis. No hablan acerca de Radhika. What you are practicing and what will the result will come? Was praktiziere ich und was wird das Ergebnis davon sein? We are practicing Mayavada devotion. Und Persönlichkeitsphilosophie oder Hingabe? Gurudev first job.
to introduce you to Ishtadev. Das ist die Aufgabe eines jeden Gurudevas, ein zu seinem Ishtadev zu weisen. Gurudev Ishtadev, he will introduce that. This is the first work of Guru. Das ist die erste Aufgabe. Introducirte a la deidad principal, a Radha Mohan, a Ishtadeva, a la meta suprema, Radha Krishna. So, please try to understand Sarup. Bitte versteht. Sarup in the Siddha Sarup can develop my future, my constitutional position I will receive and my life. If I will leave this body, I have no bother for that. 24/7, I'm ready to go. I have no problem to leave this body. Bitte praktiziert das in eurer spirituellen Form zu leben, da hineinzufühlen und dort euren Seva zu tun, dann werdet ihr auch in diesem Leben kein Problem damit haben, den materiellen Körper zu verlassen, weil ihr lebt schon in dieser Realität. Somebody who asks about death, they will not talk. Because they are fearful to talk about death. Who, Gurudev? The person who is in false ego. Jemand, der in falschem Ego lebt, hat immer Angst, über das Thema Tod und Vergänglichkeit zu sprechen, weil sie auch Angst haben davor. And the, who is living in his spiritual consciousness, constitutional position, Prabhupada said. They don't bother. Und wer aber im spirituellen Bewusstsein lebt, in dieser konstitutionellen Position der Seele, wie Prabhupada immer schrieb, der kümmert sich gar nicht darum. Why fear? Warum Angst haben? Can you do the same? In your constitutional position, in the soul consciousness. Im Seelenbewusstsein gibt es keine Fehler, keine Trennung, keine Sünde. I'm sure you will do sin in your false ego. Aber im falschen Ego können wir ganz sicher Fehler machen. Right? How to remember the soul? Wie kann ich die Seele erinnern? Acharya de Krishna Bhaje, Krishna Himbhaje, Bhaje, all samare akaran, who took the center of the spiritual master. And he worshipped Krishna, then he will never leave, Krishna will never leave you. Or if not, then you are coming and dying is no meaning. Jemand, der Zuflucht sucht bei seinem spirituellen Meister und der in diesem Vertrauen lebt, hat niemals Angst und wird immer beschützt sein. Why I will take shelter of? Warum sollte ich dazu nehmen? Alle, you will never realize anything. Realization comes by the taking center. Verwirklichung kommt, wenn wir bei jemandem Zuflucht finden und Gnade erbekommen. You will never understand. Without mercy of sadhu and Vaishnava, I will not understand. That is the problem. Ohne die Gnade von Sadhus und Vaishnavas kann ich kein Verständnis bekommen. Das ist das Problem. Because my mind is like a stone. There's nothing happening. I will not accept it. My mind... Yes, Gurudev, sorry. Only mercy can come by Kripa. Kripa is mercy. Rain at time, that where raining, the rain will go. Where is the raining? That is the mercy of rain.
So there is a limit of much rain. When rain comes, it goes everywhere. So wenn der Regen kommt, der Regen, die Gnade, der Regen der Gnade, dann wird er überall hingehen und dann kommt Verständnis, dann kommt Erleuchtung. Erleuchtung oder Erkenntnis. Das kommt von Sadhu, Guru und Vaishnava. Ja. That is the mercy. When mercy means I'm ready to accept it. Und Gnade bedeutet auch, ich bin bereit, es anzunehmen, es aufzunehmen. Yeah. Can I ask one question? Yeah. Actually, sometimes it's so hard to deal with the people, you know, when they ask you why you believe in Krishna, why you think Krishna is supreme. And I don't want to offend them, and at the same time it's so hard to explain them, because they're saying, no, there's something Krishna don't, I mean, the God don't take avatara, don't take incarnation. Radhe, Radhe, Guru, Guru. My Guru. Actually, Prabhupada, I only think he was good. You see him? No. Are like Guru means who can relate with you. My false ego can remove. Who don't see you, why they bother me? Can I translate shortly, Gurudev? Otherwise, it becomes too long. Sorry for interrupting. So, Brau fragt, wie ist es so schwierig, manchmal mit den Menschen zusammen zu sein, die immer fragen, wer ist Krishna, wieso glaubst du, dass er Gott ist? Und es, man möchte sie nicht verurteilen, aber immer wieder wird gefragt, man kann das noch nicht so erklären. Und Gurudev fragt, wer ist dein Lehrer? Ja, Prabhupada. Ja, aber hast du ihn getroffen? Nein. Ein lebendiger Lehrer kann dir deine Fragen beantworten. Yes, Gurudev. And Guru is Prem Rupaya. Radhika is Prem Rupaya and Guru is Prem Rupaya. Guru is clearing to preparing me to qualify for Prem Rupaya. Mein Gurudev bereitet mich darauf vor, mich für Prema Rupaya, für diese Ebene zu qualifizieren. Prem, to understand, we have need some qualification. Um Prema zu verstehen oder nahe zu kommen, brauchen wir die Qualifikation, nur eine von Gnade zu bekommen. Then I can see the Prema. If not, then we will do this. Only I see the different material. Dann kann ich göttliche Liebe sehen, ansonsten sehe ich nur das Materielle, das Äußere. It is very difficult without Guru Kripa. First, sehr schwierig ohne Guru Kripa. Why don't want to make it? Because you don't want to take shelter of anyone. Warum machen wir das nicht? Weil wir oft nicht Vertrauen haben in die Zuflucht bei einem Lehrer. Aber Krishna takes shelter of Radhika. Selbst Krishna nimmt Zuflucht bei Radhika. Krishna took the shelter mood of the Radhika. Krishna nahm Zuflucht, nahm ihre Stimmung in sich auf mit einer sehnsuchtvollen Stimmung. Krishna selbst. Mood means taking mood means you go surrender. What you do? You take the mood of Gurudev. Your behavior changes like your Gurudev behavior. Was bedeutet das, diese Stimmung aufzunehmen? Das heißt, mein Verhalten wandelt sich in das Verhalten, wie ich es von meinem Gurudev gelernt habe. Wie er fühlt. Rupa Goswami und Raghunath Das Goswami. What did Raghunath Das Goswami do? Mood of Rupa Mandir. Raghunath Das Goswami hat diese Stimmung von Rupa Goswami angenommen. Das heißt, von Rupa Manjari. What Rupa Manjari is practicing, he knows. He explains that. Rupa Goswami not to you. But Raghunath Das Goswami show you
that how Rupa Goswami is doing. Okay? So der Schüler zeigt, wie der Guru fühlt. Raghunath Das Goswami als Schüler von Rupa Goswami hat sein Bhajan offenbart, seine Praxis. Rupa Goswami, by reading Rupa Goswami book, you will not understand. But he is doing it. Die Bücher von Rupa Goswami alleine lesen, können wir nicht tief. And you know what he's doing. Without reading the Raghunath Das Goswami, you cannot understand what is the mood of Rupa Goswami. Ohne die Bücher von Raghunath Das zu lesen, können wir nicht verstehen, was jetzt wirklich Rupa Goswami oder Rupa Manjari gefühlt hat. Die großen Seelen geben uns alles, möchten uns alles geben. Das ist ihr Wunsch. So, Sarup, consciousness is important. Like before, when I took the initiation, baptized first with Harinam. This is baptization. So, wenn wir den Harinam, die heiligen Namen von unserem Lehrer bekommen, ist es wie eine Art von Taufe. Wir werden da vorbereitet, dass wir in dieses Swarup, in diese Seelen und in diese ewige Form hineinwachsen. Narayan Maharaj mentioned, the final initiation is your final baptization of your Swarup. Narayan Maharaj erwähnte, dass die letztendliche Initiation, die wir bekommen, ist die Vorbereitung oder das Wissen von meiner Swarup. And live in that consciousness. Und in diesem Bewusstsein leben. One person said, I like very much Prabhupada. Jemand sagt, ja, ich liebe Prabhupada sehr. Then, no, you are not. You are still in material, what he said very nicely, is in a condition, you are still not real love is that. Material love is not pure rasa. You are not a rasic bhakta, because you don't know the sarup of Prabhupada, and you don't have a sarup of yourself. So you have no rasic, you are not. Not Rasa, you are not test, not personal relation with Prabhupada. Und jemand sagte, ich liebe Prabhupada so sehr, ich gehe für ihn predigen, ich mache diesen Service und jenen Service. Aber Gurudev sagte, nein, wenn du verwirklicht hast oder wenn dein Guru dir offenbart hat, wer er in seiner ewigen spirituellen Seelenform ist und du in dieser Form auch eine Beziehung zu ihm aufbaust, dann ist das praktisch eine Beziehung. Vorher ist es materielles Denken von Beziehung. Hidden Path of Devotion. Hidden Path. You will believe, you have to believe it. Then you can see the reality. Wir dürfen daran glauben lernen und in dieser Realität dann wahrnehmen lernen. Honestly, really, English Bhagavad Gita, English speaking people not understand. I surprise. Bin so überrascht. But yes. I very clearly understand all his lines. Ja, hier gibt Gurudev jetzt mal einen kleinen Einblick. Und er sagt, es ist so erstaunlich, dass selbst Leute, die englische Sprache beherrschen, die Bhagavad Gita vom Prabhupada oftmals nicht aufnehmen können. Aber Tatsache ist es so, ich kann in jeder Zeile einfach
das dazwischen lesen und ihn fühlen. Ich kann ihn so aufnehmen. You have to understand, Prabhupada is Gaudiya Vaishnava. He is writing something, meaning is something. Doch das Verständnis davon, dass Prabhupada ein Gaudiya Vaishnava ist oder ein Rasika Vaishnava bedeutet, er schreibt etwas und es gibt eben diese Zwischenbedeutungen, die da unter versteckt sind und die jemand fühlen lernen darf. Nobody can change his word even. What you talk about? Niemand durfte seine Worte verändern. This is the gift of Prabhupada. But if you impersonal with Prabhupada, you will not understand. You have to take one person who is very close to you, they remove your blockage. Aber wenn wir unpersönlich sind zu Prabhupada, dann funktioniert es nicht. Wir brauchen jemanden, der ihm sehr nah ist, der ihn fühlt und der uns hilft, unsere eigenen Blockaden aufzulösen. One day go to Krishna and one day go to temple. Second day you will go to Renko, where the all crazy people join. This is the nature. Unsere Natur ist immer noch sehr wechselhaft. Ein Tag Krishna, ein Tag Tempel, nächsten Tag wieder Maya. Crazy. Most craziest people of the world go to the Rainbow. Viele Verrückte gehen zu den Rainbow Festivals, sagt Gurudev. Where the hippies are going. Viele Hippies sind da. There is no meaning of anything. Or Maya you can see there. Man kann alle Maya dort sehen. Smoking is free, drinking is free, sex is free. Right? Jeder kann da alles machen. Mit allem. Radhe, Radhe, Gurudev. I would like to ask, is it correct when we are reading, for example, Vilap Kusumanjari or Radha Rasa Sudhanidhi, and we hear that Raghunath Das Goswami is praying, when I will serve your lotus feet, when I will make this on that service. You can translate? Yes. Ist es, Gurudev, ist es korrekt, wenn ich Vilap Kusumanjari lese und die Gebete von Raghunath Das Goswami, da sagt er oft, wann werde ich? Yes. Is it correct to in that moment to imagine, to feel that we are also in this position to do this kind of service in that moment, or we should limit ourselves to think that he is doing that and he asking when I will do, but I'm praying for their mercy that one day I will do that. My question is it correct? Not now we have to. When we are reading, that time we have to meditate that I will do that with Raghunath Das Goswami. One day we will forget. Now, if I not change now, I will never change again. That is the mercy of Mahajan. Now I have to do that with Raghunath Das Goswami. One day I will do not. This is not imagination. You have to do now with him. Also es ist nicht ausreichend, nur zu meditieren eines Tages und er hat es dann gemacht und eines Tages werde ich es auch machen, sondern jetzt in diesem Moment in der Meditation
mit Raghunath Das Goswami an diesen Ort gehen und da sein, ganz präsent. One hour after I will forget. Now we have to do this. In einer Stunde oder einem Tag habe ich es wieder vergessen. Jetzt ist es wichtig, dabei zu sein. That moment happened. In dem Moment. So I never recommend that. Subject is something you go out to explain different things. Go deep in that. One is swimming and one is diving. You know, swimming and diving is a totally different subject. You can swim. Swimmer cannot diver. Same swimmer cannot be diver. So Gurudev empfiehlt, es ist wichtig, wirklich da hineinzutauchen, und er empfiehlt niemals, dass wir, selbst wenn wir in einem bestimmten Thema sind, uns immer wieder mit so vielen Sachen, anderen Informationen ablenken. Taucht ein, sagt Gurudev, und schwimmt nicht nur immer so praktisch an der Information. You can swim outside. Means you can gather many information. So, ¿qué es eso? Solo tener información. But diver, no. I have to dive very deep to connect some tools. I have to dive very deep to collect the pulse. And I can dive for that. But who is this? Who is greedy for diving? They dive. So interested person who want to know, they dive. And who is not interested in diving, they swim and collect information. Many pundits are there collecting information, but they have no idea of diving. Raga Bhakti is a diving. How much you can dive it, that is Raga Bhakti. So eintauchen, sagt Gurudev, ist unsere Aufgabe. Raga Bhakti bedeutet, wie tief kann ich eintauchen? Ein Taucher, der Perlen finden möchte am Grund, muss ganz bewusst in diese Richtung sich bewegen und geht tief. Und nicht jemand, der einfach an der Oberfläche, meinetwegen auch von Bhakti oder Spiritualität, sich befindet und überhaupt nur ein bisschen paar Informationen sammelt, um sich dann spirituell zu fühlen. And they have a diver has no any idea out of water what is happening. He is diving, and oxygen. Until the oxygen is there, they want to stay in the water. Und jemand, der taucht, der sieht nichts außer das Wasser und die Perle und bleibt im Wasser und lebt in diesen tiefen, tiefen Gewässern, um die Juwelen zu finden. Then they collect the pulse. Entonces, cuando guste, ya puede la persona producir. Ya entrar en los sentimientos, meditar en lo que dann können Sie. Jemand, der schwimmt, das ist so wie, als wenn man nur so Buchwissen sich aneignet. But they have no idea of diving. No Raga Bhakti. Sie haben keine Vorstellung, was bedeutet zu tauchen. Kein Raga. Raga. Are I say that Prabhupada wants light, dive in that one. Writings. That diving can give you so much subject to light. Wirklich tief einzutauchen kann einem so viele Verwirklichungen geben. Viel mehr als die oberflächliche Betrachtung der Dinge. Any words are not wrong. Und alle Prabhupads Worte sind nicht verkehrt. Er war sehr tief und ist tief getaucht.
I say one line. By devotional practice, we develop ourselves. Ein Satz, den Prabhupada zum Beispiel gleich in der Einleitung der Bhagavad Gita sagte, heißt: Durch die Praxis von hingebungsvollen Dienst können wir unsere Swarup, unsere Seelenform entdecken, entwickeln. Swarup, Perfection, Siddhi. Perfection in this perfection. Und darin die Vollkommenheit. What is the English word? Swarup Siddhi. Position. Oh, constitutional position. Yes, that is constitutional position, perfection. So, die Perfektion oder die Vollkommenheit, die haben wir erlangt, wenn wir darin leben, wenn wir da City drin haben. Dive and research it. Tauch da rein und versuch es zu finden. Not everything. This is Prabhupada. Das ist Prabhupada. Not the label, one picture I keep when I'm Prabhupada. No, it is crazy. Nicht nur, dass ich ein Bild habe von Prabhupada und ich denke, ich bin sein Devotee. Nein, das wäre einfach zu wenig. Dive in 15 Bhagavad Gita, Sloka, 10, 15. Taucht ein in die Slokas, zum Beispiel 10, 15. Explain the reality of that. Buddha war hier. Hier ist er hier. Und versteht die Realität von diesen tiefen. Yes. He's a great Rasik Bhakta of my Prabhupada. He knows Prabhupada. Buddha war studiert die Bhagavad Gita und er ist so nah mit Prabhupada. How many years he practicing? He was professor whole of his life. But everybody wants to listen. Jeder möchte von ihm hören. Er ist so tief eingetaucht in die Gnade von Prabhupads Worten und Gnade. Is so kind to help everyone. Hilft uns allen und ist so gütig und praktiziert auch noch nicht so lange. Maybe from past life, Gurudev, he knows so much. Guru Krishna is the prospect, Jananda Maharaj. What prospect you see the Bhagavad Gita? Was kommt auf die Perspektive drauf an, wie wir die Bhagavad Gita betrachten oder fühlen? Neutral position. Aus der neutralen Position. Krishna position. Aus Krishna's Sicht. Rajana's Sicht. Oder Radharani's. So, Prabhupada is a Radhika Dasi. He is not a friend of Krishna. Who say Krishna? He never talk about Krishna. You know this? You think that he is talking about Krishna. Krishna is the guru. But he is talking different thing. I say you. See that. He said, Krishna is the progress. No, Krishna is the Krishna way. Krishna is of, not the goal, he is the progress. It's the way of progress. Yes. Bring Bhagavad Gita. It's the way of progress. Krishna is the way of progress. And he will guide us to the ultimate goal, yes. Way of progress. Gurudev sagt, Prabhupada ist eine Dienerin von Radharani und wir denken immer, er spricht von Krishna, aber er führt. Okay. Jetzt wird Gurudev so aufgeregt, ich kann nicht mehr übersetzen. Er sagt, sogar das Krishna, wenn wir die Bhagavad Gita richtig lesen, er ist. Okay. The ultimate goal of progress is Krishna.
The ultimate goal of progress. Das ursprüngliche oder das letztliche Ziel allen Fortschritts ist Krishna. See. Ultimate goal progress is Krishna. Not is the goal. No. El último goal de progreso, no que es el goal, sino de progreso. This is amazing. 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 Prabhupada. Das ist so erstaunlich. Was ist jetzt höher? Das ist die letztendliche Ziel des Fortschritts oder das letztendliche Ziel? Das ist im Bhagavad Gita Vers Kapitel 10 Vers 50. Not cutting Prabhupada's name. If you know Prabhupada is Guru, you have to know this. Understand? You are Brajvasi. You have to be honest. Indeed, you alone know yourself. Who is telling? Arjuna is telling to Krishna. Read that all. Then you will understand. What is that? Yes. Yeah. Indeed. You. Arjuna is telling. First you say this. Okay, Arjuna is telling. Ah. Indeed. You alone know yourself by your own internal potency. You see. So in diesem Vers beschreibt Arjuna und sagt zu Krishna, du alleine erkennst dich auch durch deine innere Energie. Wer ist denn die innere Energie von Krishna? Er kann sich selber nicht einmal verstehen ohne Srimati Radhika. He cannot understand himself. This is number one. He don't understand himself without er kann sich selber auch nicht ohne die honestly speaking, can I say it a bit? Von der inneren Energie verstehen. Actually, honestly speaking, if I did, you know, my Sanskrit is very low, but still, this translation cannot possible if someone who is Manjari, honestly speaking. It's only Prabhupada's Manjari he could translate like this. Other people, some who has other Baba, we cannot translate like this. I was completely shocked to read this translation. Jayananda Maharaj sagt gerade, jemand, der nicht in Manjari Bhav wäre, der könnte überhaupt nicht so eine Übersetzung von diesem Vers kreieren. Deswegen ist es eindeutig, das Prabhupada in dieser. Udav! Dade. I don't read and no understand before. Uddhava explained me that you, Krishna, cannot understand himself without his understanding. This is Uddhava. See, make bigger picture. Gurudev hat gerade gesagt, das Uddhava hat mir so geholfen, dass er größere Bild von dieser Stimmung von dem Vers zu bekommen durch deine durch deines Lesen und Erklären. So please make Uddhava's picture bigger. So I honestly speaking, at first I could not. Oh, very nice. Okay.
Can you someone make Uttabaji's picture bigger? Honestly, I'm saying. I tried there, the picture will become bigger. It cannot true. Nobody knows about that. Maybe that's it. I tried. Oh, all of us. Sitting at so many computer engineers. So this one, large. Uttabha has to speak, then you can see him. Jai Radhe, Jai Shri Radhe, Jai Guru Krishna. Yes, yes. Okay. This so, you know, Uttabha. I want to little bit glorify Uttabha. No, enough. No, actually, enough. I say honestly. Jai Nanda Maharaj will ihn auch noch ein bisschen verherrlichen. Open the Bhagavad Gita, Prabhupada. You know, so I was at first, you know, I could not understand why, you know, how Uttabha was saying like this. Ich konnte nicht verstehen, wie Uttabha das so erklärt hat und so gefühlt hat. I realized I was reading in the perspective of Krishna or in the neutral position. Ich habe gelesen in einer Neutralposition oder aus der Perspektive von Krishna. Uttabha was reading the perspective of Manjari. Und Uttabha liest aus der Perspektive einer Manjari. So why I'm Sanchari? I'm moving because I'm not fixing as Manjari Baba. So ich bin immer noch in einer beweglichen Position, die sich nicht in der Manjari Baba Position fixiert hat. Deswegen kam es. Now I'm slowly realizing. If we fixing Manjari Baba and then reading Bhagavata is different way and understand different way. Und jetzt stehe ich langsam, wenn ich aus der Perspektive der Manjari, der Dienerin von Radharani lese, dann lese ich auf eine andere Weise und nehme anders wahr. If we say about only Krishna, 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 that is Krishna Bhakta. Ein Krishna Bhakta sagt alles Krishna, Krishna, Krishna. But if we say Krishna's energy or Radhika, of course, Prabhupada did not say directly Radhika, but he was like a Parakya, you know. He was indirectly or directly he's saying internal potency, Krishna's energy to understand Krishna. So this if we say energy of Krishna or Radhika, that person is Radha Bhakta. So Prabhupada hat so gesprochen aus der Perspektive eines Radha Bhakta. Aber er hat nicht direkt Namen Radharanis gesagt, sondern die innere Energie. This is now I'm realizing this is go deep means fix our swarup. Das ist das Tieftauchen, um diese innere Ausrichtung zu behalten. I want to tell one thing. Prabhupada used to mention we can so in the bottle of honey. Prabhupada erwähnte immer das Glas Honig. And Prabhupada saying, if we leaking bottle of honey, we cannot taste. Wir können den Honig nicht kosten, indem wir an dem Glas lecken. Honey bottle is there, but in a bottle, but we don't open just tasting on the bottle, we cannot taste. Wir müssen das Glas öffnen. And then touch the honey. But I don't understand that mean the other meaning of Prabhupada many years. Aber viele Jahre habe ich dieses Verständnis nicht öffnen können in mir vom Prabhupada. The other meaning is what Gurudev said. If we touching the honey means we are in the Swarupa position. Wenn wir den Honig kosten, sind wir in der Swarup-Position. At that time we can really taste, we can feel it. Und in dem Moment können wir das kosten, das heißt, wir können es fühlen. If continue 24/7, that is Swarupa. Und wenn wir darin 24 Stunden, 7 Tage die Woche leben, das ist Swarup City, dann haben wir die Vollkommenheit. Honestly speaking, I read more than 10 Bhagavad Gita, 10 kinds of Bhagavad Gita. Ich habe ehrlich gesagt so mindestens 10 verschiedene Ausgaben der Bhagavad Gita gelesen. 1000 plus of Bhagavad Gita. Ich hatte so viele Übersetzungen davon gemacht. But I cannot talk like Uttabha. Aber ich kann nicht so sprechen wie Uttabha.
Because he has more stay in Svarupa consciousness. Weil er bleibt in dieser Svarupa. So I also I want to learn from Uttama. Und ich möchte auch von ihm lernen. I really respect Uttama. This is I want to say. Das möchte ich. Guru Kripa. Guru Kripa, Guru Kripa, Guru Kripa. Radhe Radhe. He's also American. Big professor. And Mahatma Gandhi. Yes. This is Mahatma Prabhupada. Das ist auch die Gnade von Prabhupada, dass er das so empfangen darf. Also, I want to tell you, I also met many people who does not meet Prabhupada. I'm disciple of Prabhupada. Ich habe viele Menschen getroffen, die Prabhupada nicht persönlich getroffen haben, aber auch sagen, sie seien seine Schüler. I don't believe it. Ich glaube es nicht. Because Gurudev mentioned, we know person who know Prabhupada. Otherwise, how can we know Prabhupada? Because we have many coverings of false ego. Our covering. Yes, we are covering by so many ego. So through ego, we are reading Bhagavad Gita. In this reading, we cannot touch their essence. We need someone who knows real truth, no covering. We know someone who has no covering, no false ego, living in reality, in Swarupa. We need help, someone who is living like this. This is called sadhu or guru. Without taking shelter in this person, we cannot understand anything. This is my honest feeling. So, wir brauchen jemanden, der frei ist von diesen Bedeckungen von Ego und der wirklich als Sadhu kann uns diese Wahrheit vermitteln, die Gefühle vermitteln und die richtige Perspektive geben. Ansonsten können wir die Themen nicht wirklich aufnehmen und wir leben das nur durch unser Ego hindurch. You say very good example. I talk about honey water. Look there. Gurudev take. I talk about honey water and I glorify honey water, but I don't taste. It was amazing. Wow. Das ist ein sehr schönes Beispiel mit dem Honig. Wir reden über den Honig, wir verherrlichen die Süße, aber wir kosten. Honestly, I did many. Maybe I did 100 times Gita, Prabhupada Gita. Vielleicht habe ich 100 Mal die Gita gelesen, ich hatte aber keinen Zugang dazu. You know, but by the help of Gurudev, I little bit open, but still not open. Aber durch die Hilfe von Gurudev sind meine Augen geöffnet worden und bestimmt noch nicht ganz. Prabhupada and also our Paramagurudev. Prabhupada und auch unser Radha Govinda Das Babaji Maharaj. Why that? Why are you keeping Prabhupada's picture? I see him. He asked me. He gave me the mercy. Die Leute fragen mich, wieso hast du Prabhupads Bild hier auf dem Altar? Ich habe ihn gesehen, er hat mich gesegnet, er hat mich umarmt. Kripa, what is the Kripa? Only by smiling and by blessing, by giving prasadam is the Kripa. Wenn man angelächelt wird, wenn man Prasadam bekommt, all dies ist die Gnade von Sri Guru. This is the Guru then say, go and meet with Prabhupada. Mein Guru Dev hat gesagt, geh und treff ihn.
And my fanatism fell over. I never stopped when I went to meet with sadhus. I said, go. Any place we receive mercy in my life will change. Prabhupada Kripa, Gurudev Kripa, Ananda Baba Kripa. We are living in that Kripa all time. Wir leben in dieser Gnade von den Gurus, von den Sadhus und sollten da nicht fanatisch sein, überall empfangen. Not an ego. Ego is not devotion. Nicht im Ego leben, das ist keine Hingabe. Radhe. Thank you. Thank you, Taba. Thank you, Suniti. Can you one time? Jai Sri Radhe. Jai Radhe. Jai Gurudev. Jai Jananda. Jai Sri Radhe. Thank you so much, Gurudev. This was such a beautiful lecture. Radhe, Radhe, my dear Gurudev and all you. You are so blissful to us in Germany. We sit here in the cold and I'm only can crying and be so thankful for your mercy all together. You are the great soul. No. I want to sing for you and I'm so happy I can connect you and lay in your arms. Sorry, what? Sing for Radhika, Radha Radhika. Her mercy is coming. Yeah, Radhika. Jai Gurudeva, Jai Devoti, Hare Krishna. Radhe Radhe, Radhe Radhe. I sent you a link. In the chat, I sent you a link of about a video of Prabhupada, where Prabhupada say that if we want to obtain our Svarupa, we have to go to Radharani. Is in the chat. Where? I found where? Yes. In the chat, yes. Where? In the chat. So in the Zoom chat, I sent the link. After I sent you. Open. Do you know how to do it? Please, excuse me. Let me do it. See that? Yes. Radhe, Radhe. Radhe, Radhe, Gurudev. Hey, Radhe. Chat. Radhe, Radhe. Hey, Radheshwari ki jai! Big hugs. Gurudev. Yay! Gita! Radhe, Gurudev. Listen, Prabhupada. Liberated. Hey, why you? It's continue again and again. What? No, one time more. One time more, okay. I have to remember. My email. The link from my email. Thank you.
No, I don't have a Zoom. Maybe somebody can help you. Radha Gurudev, if we cannot hear it here, we cannot see it. So I requested Uddhava Prabhuji from Italy that he send it in Radha Dasyam because I cannot. Oh, you guys, nice to meet you. Thank you. Beautiful. Yeah. Beautiful. Jai. Okay. Jai. Grazie, Uddhava. Jai, devoti. All glories to Gurudev. Glories to Prabhupada. I'm very happy with Jai Gurudev. All good now? Yes, now see. I didn't stay good when I arrived in Italy. I stayed bad for 10 days. Now good. All done. Dirty go out. I hope. Yes, Gurudev, thank you. Thank you. Jai. Jai. Thank you. Rade, Rade, Gurudev. Rade, Rade, how are you, my dear? Very, very busy, but fine. We have such a nice program with Uddhava and Hari Priya. They come back from Vrindavan. It was amazing. We're crying. It was so deep to see Uddhava and Hari Priya after Vrindavan. Thank you so much. You forget that. No good. In the moment, we like to build a nice room for kirtan and yoga here in Bhakti Village. My dear, here come all the Buddha. This is the center point. What is the name of her? You know? Vashane. Radhe Radhe. What is the name of her? Braja Madhuri. Braja, when you not come, your not sweetness will go. Yes, I want to come. Braja Madhuri. Yes, I know. February no, we could come. Braja. February we will come, Gurudev. Yes, that is good. Yes. Braja Madhuri. That I want, don't forget that. Never. Yes, Radhe Radhe. Radhe Radhe.